mal, da kommt hier der, da kommt guck der, mal, wie viele Baustellen wir haben bei, bei Schlössern, bitte. In der Statistik, in der Statistik. In der Statistik? Bei Burgen. Da, da, da. Ach, das da. Plus 9. Nein, nein. Plus größer 9. Okay, das wusste ich auch nicht, dass der nicht mehr als 9 darstellen kann da. Das wusste ich jetzt auch nicht, habe mich aber gerade auch von dir belehren lassen hier. Ja, das ist interessant. Ja, wenn wir mal gucken, wenn wir mal genau jetzt, das, das sind so die Stellen, wo sich mal rentiert, genau zu gucken. Du hast überall diese Streifen hier, da durchgehend. Mhm. Und wenn du mal genau guckst, da wo die Zahl ist, ist so eine Lücke. Das heißt, der... Ist draufgebappt. Genau, ist draufgebappt. Und da ist halt dann Feierabend, da ist dann zu Ende. Oder ist, also, ist mir auch so noch nie aufgefallen. Gleich hol ich die Lupe raus. Gucken, ob man da noch was erkennt. Weil diese Streifen im Hintergrund sind mir ganz ehrlich auch noch nie wirklich, wirklich aufgefallen. Also, klar, sie sind da und unterstützen diesen 3D-Effekt. Aber über sowas, das so wie du neulich festgestellt hast, dass da ein Ritter in der Mitte ist. Ja. Ja. Habe ich auch nie gesehen, ja. Gebe ich gerne ehrlich zu. Aber das sind so die Sachen, also auch wenn man es nicht bewusst wahrnimmt, irgendwie, es macht das, es fühlt sich rund an und man weiß nicht so richtig, warum. Und wenn sowas fehlt, dann ist schon mit viel Liebe irgendwie gemacht. Man kann also viel über das Spiel sagen, aber es ist schon mit viel Liebe gemacht. Ja. Und das merkst du. Du könntest übrigens nochmal nach dem einen Berg gucken, den ich da habe prüfen lassen. Bitte? Den einen Berg, das muss ja irgendwo hier so gewesen sein, oder? Du hast ja gemerkt, weil ich gesagt habe, der war mir wichtig. Natürlich habe ich mir das gemerkt, Hagen. Das war ungefähr, das war hier an der Westküste von dem Berg war das doch, also hier so, da hier so irgendwo ungefähr, hier ist Gold. Ich habe Gold gefunden. Beim Gelben, ja. Ja. Zu weit weg. Müssten wir uns erst ranrobben. Oh je. Ah doch. Das ist doch eine Nahrungsmittelproduktion. Der Berg ist leer. Ja. Da oben ist noch ein bisschen Kohle, das wird abgebaut. Ja, und hier dürfte das letzte Gold sein. Willst du von dem Berg aus südlicher jetzt auch nochmal geologenmäßig suchen oder suchst du einfach so? Ja, also wenn wir nicht über das Gold gestolpert sind, ich glaube, dann ist da auch keins mehr. Also das Beste dürfte sein, dem hier das Gold abzunehmen. Weil sonst, ja. Wir haben ja alles abgesucht eigentlich. Der frisst sich schon ganz schön da rein. Ja. Aber du hast ja da jetzt die Burgen gebaut. Auch. Ich habe die Burgen überall gebaut. Ich habe allgemein mal unsere Grenze Aufrüstung. Massiv unterstützt. Ich sag's mal so. Ja. Aber das ist natürlich kein Garant. Ich meine, du hast ja keine Ritter mehr. Du hast die ja alle. Ja, wir haben immer noch. Sie werden halt direkt zu Rittern gemacht. Ja, quasi. Sie werden halt immer weniger, unsere Ritter. Irgendwie. Wieso? Ich weiß auch nicht, wie du da jetzt... Guck mal hier, direkt platt gemacht. Und der hat nämlich auch nur noch so Popelritter. Ja, aber er gewinnt. Das ist der Unterschied. Nee. Wir gewinnen. Wir haben keinen einen Ritter verloren dort. Der stolze Blick, habt ihr das eben gesehen? Habt ihr das keinen gesehen? Einen! Und hier ist wieder Bäckerei und links. Und hier ist es, hier sind wir schon am Gold quasi. Nur dass man da nicht abbauen kann, aber in der Nähe könnte man abbauen. Nur es bringt nichts, weil es ist eine Enklave, aber kann zumindest er auch nicht. Also. Jetzt kannst du aber noch mal den roten angehen, glaube ich. Die zwei kleinen. Entschuldigung. Die da? Die da, ja.
Ja, da hat er auch nur einen drin. Ja, weil dann entlastest du unsere Grenze. Ja. Weil dann müssen wir nicht mit 50.000 und den Rosan, der Einzelne, der da steht, na, lassen wir stehen, der gewinnt nichts und frisst nichts. Lass ihn stehen. Geolium hat Eisen gefunden. Ah ja, ich habe einfach nochmal losgeschickt eben. Mhm. Gnadenlos. Und da sehen wir ja gleich. Mach doch mal Erinnerung gerade. Weißt du, dass wir dann nochmal gucken und dann bauen wir dann einfach da Eisen nochmal ab. Die kleinen Reste einfach wegmachen. Genau. Weil wir haben so viel Holz, dann... Ist auch egal. Eben, und dann ziehen wir den Rest noch raus, dann hat sich's. Du blinkst. Nimöb, ein Geologe hat Kohle gefunden. Chaka. Wo? Da. Im Weg. Im Männchen. Macht da auch gleich noch eine Erinnerung, oder? Macht 10 Minuten. Egal. Ja, ich würde es ein bisschen staffeln. Ja. Du flippst ja sonst aus nachher. Büb, büb, büb. Du bist ja so dumm schon mimüb, überfordert. Mimüb, mimüb, mimüb. Was heißt hier überfordert? Sagen, mit dir zu spielen ist halt auch ein bisschen anstrengend. Mit mir zu spielen ist anstrengend. Ich bin hier. Ich seelenruhig entspannt. Nein, es ist ich auch. Ich bin entspannt. Es ist natürlich auch erholsam, aber es ist halt. Es ist einfach so, es ist dieser Thrill, den man hier. Ja, da war ein Mimöb. Dieser Thrill. Thriller. Diesem Bergwerk gehen die Rohstoffe aus. Und gerade Eisen. Die Sau. Und gerade Eisen. Das such gleich nochmal in der Nähe. Schick nochmal einen Geologen dahin. Irgendwo sonst noch, wo in dem Berg. Wir haben nicht mehr. Ja. Ja, aber hier guck mal, was die da alles mit an Erz rumstehen. Ja klar, haben. Wir haben die ja ganz hoch gepimpt. Die schleppen jetzt wie irre. Ja. Ihre Siedlung wird angegriffen. Hat ein Blatt gemacht. Ja, es sind immerhin 4 Leute drin. Also. Das hast du auch schon hingekriegt. Ja. Oh, guck, da kommt Nachschub. Ja, wie gesagt, wenn jetzt die Roten gleich mal weg sind. Und dann will ich würde wirklich versuchen, unsere Grenze, dass die eine glatte Grenze ist, weil wir verpuzzeln natürlich unglaublich viel durch diese Personal. Du meinst, wir müssen mal wieder abstechen. Ja, gerade Grenzen versuchen hinzukriegen. Ja. Entweder den Rosan, der ist schon gut angeschlagen, würde ich sagen. Oder den Gelben halt. Guck dir an, wo die Burgen von ihm sind und dann möglichst weit weg davon. Also den können wir erstmal noch hier. Das geblinkt. Geblunken. Sie haben einen Sieg errungen. Aha. Guck mal hier. Verhüttung und so weiter und so weiter. Ich bin amused. So, da ist nämlich überall noch Gold. Da ist Gold. Da ist Gold. Na, im Moment erstmal stören. So, eigentlich müssten wir hier das wieder schließen, die Lücke. Weil das natürlich hier auch. Das ist das, wo man am ehesten Grenzbegradigung hinbekommen könnte. Mach eins weiter links auch noch. Links nebendran noch den. Da ging es doch links weiter, oder? War das nicht so? Da war nur eins. Ach, das da, ja. Dann mach hier und fang von da an und greif einfach mal hier den kompletten Ding durch. Wenn du dich übrigens wunderst, wieso ich diese furchtbare Sicht habe, der Grund ist ganz einfach. Ich habe irgendwann festgestellt, dass mein Kumpel zwar das Miep Miep hört, dann auch hinspringt und dann einfach weggeht, ohne die Hütten anzubinden. Ach, was? Und das macht es etwas schwieriger, wenn man dann nicht genau weiß, wo man gerade ist. Sie haben einen Sieg errungen. Das war der Rote, oder? Ja. Ja, so jetzt hat der Rote wirklich nur noch sein Haupthaus und zwei kleine Häuschen. Ja, aber ich würde den Roten nicht angehen. Der produziert hier. Ja, aber ich würde den nicht angehen, das bringt nichts. Ja. Ja, wir müssen ja auch nur 80% haben. Also mein Anspruch wäre schon ein bisschen höher, Dennis.
81. Ich will ihn gerne vernichten. In den Staub treten. Ja, schmutzig lächeln können sie. So, du hast aber irgendwo noch gewonnen. Wo denn? Nee, Kohle gefunden. Aber auch so ein bisschen bei den Schweinen. Wie gesagt, hüpf einfach. Sie haben einen Sieg errungen. Und wollten an diese Stelle gerufen werden. Ja, das war das Eisen. Ja, ist aber auch nichts mehr dazu. Ja, aber dann such nebendran, bau ab. Ich könnte da abbauen. Aber ja. Da ist eigentlich ist da das Schild mit, da ist nichts an der Stelle. Dann also, mach den Weg weg, mach dafür das Dingsbums dahin und dann. Du musst die Fahnen wegmachen, die drumherum sind. Nee, da kannst du nichts bauen. Da komme ich nicht ran. Wo ist denn das? Da. Da. Ja, geh einfach weg. Lass mich mal. Sie wollten an diese Stelle gerufen werden. Ja, da war Kohle. Kohle gefunden. Und ich sehe nicht, wie groß, aber egal. Ich baue einfach mal eine Kohlemine. Geklopft und geklopft. Sie haben einen Sieg errungen. Sehr schön. Wenig Begradigung. Ist die Kohlemine schon gebaut, oder was? Ah, die ging auch nicht. Ja. Ihre Siedlung wird angegriffen. Ah, jetzt greift er hier. Verbrusselt sich seine Ritter an unserer Burg und kommt auch nicht mit wirklich Guten. Ich meine, wir haben auch nicht wirklich Gute, ja, aber sie haben einen Sieg errungen. Na also. Es wucht hin und her. Wie Hagens Bart. Mein Bart wucht hin und her. Mann. So Kumpels hat, da brauchst du sonst keine Gedanken machen, weißt du? Ja, so Freunde hat, braucht keine Feinde. Ja, aber echt. Aber echt. So, dann können wir da verbinden. Ein Geologe hat Kohle gefunden und da kann ich aber nicht abbauen. Neben dran abbauen. Machen wir mal. Also an Holz mangelt es uns eh nicht. Also können wir einfach mal bauen. Und Granit ist da. Was ist da die Granitmine? Okay. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ein Geologe hat Gold gefunden. Super. Nicht, dass ich 15 Sekunden vorher. Da was? Da eine Kohlemine hingebrusselt hab. Ja, da kannst du aber nicht bauen an der Stelle. Warte doch mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Das flammende Inferno muss fertig sein. Geht nicht. Doch, jetzt. Da geht das. Wenn man will. Ja, es geht nicht. Ich kann, Hagen, ich kann da keine Goldmine bauen. Ach, ich sehe schon, das geht hier auch ohne mich. Ich sag, das kommentiere ich jetzt nicht. Das darf ich nicht kommentieren. Ja, ja. Nein, wenn ich jetzt sage, es geht hier auch ohne dich, dann. Dann darfst du weiterspielen und ich gehe. Ich mach dann schon mal Historyline in der Zeit. Genau, Zwischenzeit. So. Genau. La la la, ist real. La 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 la. Oh, die Kohle. Aber so, macht oh, Spaß, die Kohle, das ist die Kohle, die hätten wir so gut brauchen können. Die da rumlag? Ja. Ja, aber jetzt können wir hier. Jetzt können wir sie selbst abbauen. Genau. Genau, Kohle, Eisen, Kani, bauen wir alles ab. Ich baue ja schon.